Wusstest du, dass Hamburger wirklich aus der Stadt Hamburg kommen? Es wird angenommen, dass deutsche Auswanderer das Konzept des Hacksteaks mit in die USA brachten, wo es schließlich zum heutigen Hamburger wurde. Hamburger sind weltweit äußerst beliebt und gehören zu den bekanntesten Fastfood-Gerichten. Sie sind ein Symbol für die amerikanische Esskultur geworden. Ein traditioneller Hamburger besteht aus einem Brötchen, einem Rinderhacksteak, Salat, Tomaten, Zwiebel, Gurken und verschiedenen Soßen wie Ketchup und Senf. Unternehmen wie McDonald's und Burger King musst du nicht mehr besuchen, wenn du dieses Video bis zum Ende anguckst. Hallo und herzlich willkommen bei Wie man macht. Heute zeige ich dir, wie man ein wirklich gutes Hamburgerbrötchen zubereitet. Vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren.

bringe alle Zutaten in einer großen Schüssel zusammen. Für mich ist das Kneten von Hefeteig mit den Händen eine wichtige Backtechnik. Beim Kneten des Teiges werden die Proteine im Beil aktiviert, insbesondere das Gluten. Gluten ist für die Elastizität und Struktur des Teiges verantwortlich. Durch das Kneten wird das Gluten entwickelt und bildet ein starkes Netzwerk, das dem Teig seine Konsistenz verleiht. Ein gut entwickeltes Glutennetz sorgt für eine bessere Textur und ein optimales Aufgehen während des Backens. Etwas Mehl sorgt dafür, dass unser Teig beim Gehen nicht klebt. Die optimale Temperatur für das Gehen lassen von Hefeteig ist zwischen 24 und 27 Grad. Eine Möglichkeit besteht darin, den Teig in den ausgeschalteten Backofen zu stellen und eine Schüssel mit warmem Wasser neben den Teig zu platzieren. Um eine angenehme Temperatur zu schaffen. Die angegebene Gärzeit im Rezept beträgt 60 Minuten. Die 60 Minuten sind um und der Teig ist bereit für den nächsten Schritt. Bedenke immer, dass die genaue Gärzeit je nach Umgebungstemperatur und Teigzusammensetzung variieren kann. Das erneute Kneten des Teigs auf einer bemehlten Oberfläche dient dazu, überschüssige Luft aus dem Teig zu entfernen. Dieser Schritt wird in der Regel nach der ersten Gärphase durchgeführt, wenn der Teig sein Volumen vergrößert hat. Durch das erneute Kneten werden eventuelle große Luftblasen oder ungleichmäßig verteilte Luft im Teig beseitigt. Außerdem werden die Hefe und die natürlichen Enzyme im Teig weiter aktiviert, was zu einer intensiveren Gärung führt. Unser Rezept ist ausgelegt für zehn Portionen. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, wiege ich jede Portion einzeln, ein Burgerbrötchen hat um die 80 Gramm. Mir geht es darum, mit Leidenschaft und Kreativität an die Sache heranzugehen, dem Menschen ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu bieten. Dabei ist es ganz einfach, jeden Schritt im Prozess zu lernen und für sich anzuwenden. Nachdem der Teig aufgeteilt wurde, nimmt man den Teig auf eine Oberfläche. Das Rundwirken hilft dabei, den Teig zu straffen und ihm eine schöne runde Form zu geben. Im Laufe der Zeit hat sich die Größe von Burgerbrötchen an Markttrends und Verbraucherpräferenzen angepasst. Die 10 cm hat sich als beliebte Größe etabliert und wird häufig in Restaurants und Imbissen verwendet. Diese Größenangabe ist nicht in Stein gemeißelt und es gibt Variationen und individuelle Vorlieben. Manche Menschen bevorzugen kleinere Burger mit kleineren Brötchen, während andere größere Burger mit größeren Brötchen bevorzugen. Der Prozess ist für alle weiteren Portionen identisch. Eine wachsende Tendenz bei Burgerbrötchen ist die Vielfalt an Brötchensorten. Neben den klassischen Sesam- oder Briochebrötchen gibt es mittlerweile viele Varianten wie Kartoffelbrötchen, Vollkornbrötchen, Brezelbrötchen oder sogar farbenfrohe Brötchen mit natürlichen Lebensmittelfarben. Den Teig nochmal für 60 Minuten gehen lassen. Wenn man ehrlich ist, besteht das Rezept zwei Stunden aus Warten. Das sollte wirklich jeder hinbekommen. Das Bestreichen der Burgerbrötchen mit Ei dient gleich mehreren Zwecken. Das Ei bestreichen verleiht den Burgerbrötchen einen schönen, glänzenden und goldenen Farbton. Die Oberfläche des Brötchens wird eine leicht knusprige Textur entwickeln. Sicherheitshalber backe ich beide Backbleche getrennt. Vertraust du deinem Ofen? Es dauert 20 Minuten bei 218 Grad Celsius, was 425 Grad Fahrenheit entspricht. Du solltest deinen Ofen also vorheizen und mit Ober- und Unterhitze betreiben. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hast du schon meinen Kanal abonniert? Jetzt aber bitte. Dankeschön. Wir wiederholen den Prozess für das nächste Ofenblech. Erinnerst du dich noch daran, wie viele Minuten es im Ofen bleiben muss? Es sind 20 Minuten bei 218 Grad Celsius. Du bist jetzt in der Lage, eigenständig perfekte Hamburgerbrötchen herzustellen. Solltest du daran Zweifel haben, schau dies wieder einfach nochmal von vorne an. Schauen wir uns das Ergebnis einmal genauer an. Das Brötchen hat eine wunderschöne goldbraune Farbe. Die Größe ist optimal gewählt und alles hat eine gleichmäßige Form. Es gibt diese gewisse Festigkeit, um unseren Hamburger die unvergessliche Struktur zu geben. Oh, fühlt sich das gut an! Dieses weiche und leicht süße Hamburgerbrötchen ist bereit gegessen zu werden. Der Boden ist in der Lage, viel Fleischsaft zu halten und sieht dabei auch noch gut aus. Abonniere unseren Kanal und freue dich gemeinsam mit uns auf weitere spannende Videos, wie man macht, auf YouTube und Telegram. Wie man macht.